Hier ist wieder Sven von Gion Adventures und heute gibt es ein paar News und Updates von Bach. Und zwar will ich gleich anfangen. Die größte Neuerung dieses Jahr, also 2022, ist für uns im Prinzip der Daydream. Das ist ein altes Modell, kennen viele Leute schon, aber am Daydream haben sie wirklich einiges neu gemacht. Einmal ist die Optik ohne Zweifel für Bach-Verhältnisse deutlich moderner geworden, deutlich frischer, gefällt uns riesig. Es bleibt allerdings ein ganz klassischer Bach-Rucksack. Komplett Cordura, auch wenn es hier oben ein bisschen ein leichteres ist, wie es vielleicht früher der Fall war. Man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen, die Rucksäcke sollen insgesamt ein bisschen leichter werden. Fühlt sich aber trotzdem von der Haptik alles sehr, sehr stabil, schön straff an. Unten verstärkter Boden mit dem klassischen Eingriff, wie man kennt. Große Netztasche, vorne so die üblichen Features. Was ist wirklich neu? Bach geht in den letzten Jahren ein bisschen von diesem klassischen Rucksack weg. Früher war es immer so, Flaschentasche links und rechts und so weiter. Jetzt fragen in den letzten Jahren doch immer mal Kunden, ja, ich habe bloß eine Flaschentasche dabei. Haben wir bei dem Daydream auf der Seite eine schön große, tiefe Flaschentasche aus diesem straffen Netzmaterial, was Bach verarbeitet, wird ebenfalls sehr, sehr stabil. Und vielen Leuten reicht das. Es wird immer wieder gefragt nach Rucksäcken, die mal noch Seitentaschen haben mit Reißverschluss, die geschlossene Seitentaschen haben, wo man vielleicht mal irgendwelche Kleinigkeiten reinpacken kann, Kamera, was denn jetzt nicht rausfallen soll oder irgendwie so. Und da hat Bach hingehört und bietet bei dem Daydream auf der anderen Seite eine richtig schöne große Reißverschlusstasche, auch wieder mit diesem Netzmaterial an. Gefällt uns richtig gut. Man bekommt eine Menge rein, sei es die Wanderkarte, die manchmal vom Maß her ein bisschen größer ist. Allerlei Kleinigkeiten bekommt ihr hier in diesen Rucksack reingeladen. Gefällt uns, wie gesagt, sehr, sehr gut. Weiterer ist es halt der typische Bach-Rucksack mit dem bekannten Tragesystem. Perfekte Passform gibt es in verschiedenen Körpergrößen, können wir also auch hier im Laden dann am Ende sehr, sehr gut anpassen. Und auch die gewohnte Kunststoffplatte mit Aluschiene ist drin, also die Form, egal wie ihr den Rucksack bepackt, bleibt am Rücken immer gleich. Und dann gibt es noch eine Neuerung an dem Daydream, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und zwar geht es um die Hüftgurt-Tasche. An diesen Taschen scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich mache da auch überhaupt keinen Hehl draus. Ich hasse Hüftgurt-Taschen. Ich mag das überhaupt nicht. Bin da auch in einer anderen Zeit groß geworden. Da gab es das früher, gab es das einfach an den Rucksäcken nicht. Ich mag das nicht, da immer dran lang zu schleifen, wenn man mal keinen Wanderstock an der Hand hat. Mir persönlich gefällt es halt einfach nicht, aber trotzdem, viele Kunden mögen das, um halt Kamera, Handy, Taschentücher, Bonbons etc. reinzupacken. Und hier hat sich Bach was Tolles einfallen lassen. Und zwar haben wir eine abnehmbare Seitentasche an dem Hüftgurt dran. Ganz pfiffig gemacht, mit einer Rebschnur durchgefädelt mit verschiedenen Schlaufen, die halt entweder am Hüftgurt oder an der Tasche dran sind. Und somit habt ihr einfach die Option zu sagen, ich nutze diese Tasche, ich nutze sie nicht. Und auch der Zugang zu dem Lastenkontrollriemen hier unten am Hüftgurt ist halt gegeben. Also wenn ihr die Tasche abmacht, kann man den wie gewohnt auch richtig auch straff ziehen, wenn mal mehr Last im Rucksack ist. Apropos Hüftgurt auch bachtypisch, durchgehend flexibel gelagert. Also alles in allem ein sehr, sehr schöner Rucksack. Der Daydream 40 gibt es auch noch in der 50 Liter Variante, wie gesagt in verschiedenen Rückenlängen. Der lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Daydream 40 für 229 Euro. Der 50er liegt dann bei 259, also auch preislich liegt er da in einem sehr, sehr guten Segment. Das wäre es schon, was das Thema Daydream angeht. Das weitere Update ist, einige von euch werden es gesehen haben, wir hatten letztes Jahr ein Video zu dem Bach Rock 28. Der hat ein ganz, ganz kleines Update bekommen. Und zwar ist das der hier. Es gibt ihn in einer limitierten, farblich sehr, sehr mutigen Variante. Gefällt uns riesig. Back to the 80s, klasse. Ansonsten ist es der gewohnte Rock 28, wie wir letztes Jahr auch hatten, für 139 Euro. Wirklich coole Geschichte, wer sich mal ein bisschen was traut, gerade in den Bergen macht das natürlich schon Sinn, mal ein bisschen Farbe zu zeigen. Sehr, sehr schöner Rucksack. Und dann wollen wir an der Stelle auch gleich nochmal Danke sagen an Bach. Wir haben nämlich letztes Jahr diesen Rucksack vorgestellt und haben ein klitzekleines Manko gehabt. Und zwar war es die relativ kurze Rückenlänge, Regular. Die vielen Leuten zwar passt, aber zum Beispiel mir ist sie doch relativ kurz. Ich bin so knapp 1,80, 1,82 groß, war sie schon relativ knapp und bei großgewachsenen Personen fiel dieser Rucksack definitiv aus. Trotzdem wollten ihn viele haben und waren ein bisschen traurig. Und das haben wir so ein kleines bisschen mit bemängelt. Und siehe da, die Marke Bach hört zu. Seit diesem Jahr könnt ihr den Rock 28 in einer entsprechend längeren Rückenlänge kaufen.
Passt also wirklich, mir passt er perfekt. Großgewachsenen Leuten generell, also ich würde mal sagen, so bis 1,95 Körpergröße habt ihr da wirklich überhaupt keine Probleme, je nachdem wie lang der Rücken ist am Ende. Und ihr habt den gewohnten Bach-Rock, sehr, sehr schlanker alpiner Rucksack mit abnehmbaren Hüftgurt, komplett aus einem fetten Cordura-Material gemacht. Super schöner alpiner Rucksack, der aber den Spagat zum Alltagsrucksack wirklich besser kann wie viele andere Marken. Unser Favorit aktuell und an der Stelle nochmal ein dickes Danke an Bach, weil wir jetzt endlich den Rucksack haben, den wir auch haben wollten.